In der Notaufnahme erwartet Frederik Seehauser drei Footballer, die nach einem harten Zusammenprall im Training nacheinander in die Klinik eingeliefert werden. Der erste Spieler wird von seiner Freundin begleitet. Sportunfall beim Football, Tackling irgendwie. Es hieß, initial war er bewusstlos. Bei unserem Eintreffen war das schon nicht mehr. Kreislauf stabil. Wobei unterwegs, als wir das Monitoring gemacht haben, wurde irgendwie zwischendurch ein bisschen bradikard, aber das war auch ziemlich schlechte Straße, das habe ich also nicht ganz genau gesehen. Von mir aus Verdacht auf ein Schädel-Hirntrauma und hat an den Beinen und hier ein bisschen am Oberkörper so multiple, wohl von den Spikes von den anderen irgendwie kleine Verletzungen. Angekündigt war ein Patient, der Opfer eines Sportunfalls war. Hierbei handelte es sich um den Sport American Football. Trotz aller starken Protektoren kann es auch hier zu schweren Verletzungen kommen. Was der Patient am Ende genau hatte, mussten wir erst diagnostizieren. Ich hatte einen Footballunfall gehabt. Ich bin mit jemandem zusammengestoßen und er ist aber halb so wild. Ich habe nur ein bisschen was am Knie und auf der Brust. Okay. Also Sie haben ja nicht ganz umsonst diese Halskrause und liegen auf diesem weichen Bett. Das ist eine Vakuummatratze. Könnt ihr euch unten schon mal anschauen, bitte, diese Trampelwunden da? Der sagte erst, Sie waren initial ohnmächtig. Deswegen habe ich den Rettungswagen gerufen. Doch. Also er ist halt umgefallen und er hatte den Ball und deswegen sind alle auf ihn draufgesprungen. Und als sie dann wieder runter von ihm waren, ist er aber nicht aufgestanden. Und er war halt so eine halbe Minute weg und dann habe ich halt den Rettungswagen gerufen. Mir wurde nur kurz schwarz vor Augen, das ist halb so wild. Und das Ganze ist in diesem Zusammen... Crashen da passiert beim Training. Genau. Das passiert öfter. Das Schweinehaufen, wir werfen uns alle aufeinander, das ist halb so wild. Okay. Begleitet wurde der Patient durch seine Freundin, die einen entscheidenden Verdacht geäußert hatte. Denn sie hatte den Eindruck, dass der Patient oder das Unfallopfer in diesem Fall schon vor dem eigentlichen Trauma oder Unfall leicht ohnmächtig geworden ist. Da wurde ich hellhörig, denn das ist ein entscheidender Unterschied. Ich würde das so machen, ganz gerne. Ja. Ein bildgebendes Verfahren machen. Das heißt, so wie Sie jetzt sind, ne? Okay. Kommen Sie bei uns in die Radiologie. Ja. Lassen wir mal ein CT laufen. Ja. So wie ein CCT, also vom Kopf nochmal, um einfach Verletzungen an diesen sensiblen Strukturen wie Wirbelsäule, Rückenmarkskanal, Nackenbereich und Kopfbereich auszuschließen. Okay. Denn er sagte, er hatte einen Verdacht auf ein Schädel-Hirntrauma. Mhm. Das ist quasi der Prozess, wenn das Hirn einmal kurz gegen die Schädeldecke donnert, alles resettet wird. Das kann natürlich ein Fall für die Ohnmacht gewesen sein. Okay. Oder vielleicht steckt da auch mehr dahinter. Das möchte ich ganz gerne nur abklären. Ne? Oh, das ist eigentlich schon so wild. Super nett, danke. Ja, doch, also. Nee, schaff's doch, wirklich, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das jetzt auch. Wie gesagt, CT tut nicht weh, ist ein schickes Verfahren. Sie haben ja schon Schmerzmittel ein bisschen was bekommen. Yeah. Wenn Sie sich im Aushalt besagen, sind Kollegen noch mal Bescheid, dann kriegen Sie was nach. Wir nehmen ihn direkt so mit. Ne? Während der Sportler in die Radiologie gebracht wird, spricht der Mediziner mit dessen Freundin. Er befürchtet, dass mehr hinter der plötzlichen Ohnmacht stecken könnte und ihm der Patient etwas verschweigt. Ihr Freund wollte das ja gerade nicht so einsehen, dass er doch da so ein bisschen ernster verletzt ist. Ja. Sie hatten das anscheinend da schon ganz gut beobachtet. Mir geht es da mehr oder weniger um diese Ohnmacht. Ja. Also ich glaube nicht, dass das passiert ist, als sie auf ihn draufgesprungen sind, sondern halt vorher schon. Da muss man ganz gezielt unterscheiden, dass nicht durch den Unfall eine Ohnmacht entstanden ist, sondern die Ohnmacht quasi einen Unfall verursacht. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist natürlich ein Thema, das ist ein bisschen ernster. Ne? Also Notarzt sagte Bradykardie, Sie sagen, der war vielleicht schon vorher ohnmächtig, dann springen alle noch drauf, latschen über den drüber. Gut, jetzt lassen wir erstmal die bildgebenden Verfahren laufen, das CT und CCT. Mhm. Da würde ich Sie bitten, wenn Sie seine persönlichen Sachen noch kurz aufbewahren könnten, Sie können dann vorne gerne warten im Foyer, wenn Sie das mitnehmen. Und sobald es Neuigkeiten gibt, da sage ich dann Ihnen Bescheid. Ne? Okay, alles klar. Was ist denn jetzt da los? Entschuldigen Sie bitte. Mittlerweile sind am Empfang die beiden anderen verletzten Footballer eingetroffen. Der unsportliche Zusammenprall beim Training sorgt für heftige Diskussionen der Mannschaftskollegen untereinander. So, nehmen Sie bitte hier Platz. Steffi, nimmst du die beiden mal mit und tust die beiden mal in den Einserraum? Erschrocken, ehrlich ich auch. Einmal bitte in den Einser, ne? Ja. Hi. So. Also, wir ganz ruhig. So, jetzt reden wir. Wir haben eine Übergabe, okay? Als mein erster Patient dieses Sportunfalls gerade bei den Kollegen der Radiologie versorgt worden ist, kam es zu einer tumultartigen Szene im Foyer. Dabei handelte es sich wirklich um die beiden angekündigten Patienten. Sowohl einmal der Patient mit der isolierten Kopfplatzwunde. Besonders darauf hingewiesen hatte mich noch mal der Rettungsteamleiter, dass es sich hierbei um den Patienten mit der vielleicht luxierten Schulter handelt. Das bedeutet, dass die Schulter aus dem Schultergelenk ausgerenkt ist. Ja, das musste ich mir natürlich erstmal genauer angucken und war erstmal froh, die beiden Streithände zu trennen.
Okay, wunderbar, Jungs, dann will ich gar nicht euch die Zeit rauben. Wollen Sie gleich mal mitkommen? Ich gucke mir die isolierte Kopfplatzwunde gleich mal an. Ja? Ja. Aber mit der Schreierei, das lassen wir am besten, weil das gehört hier nicht hin. Ja. Also ich danke euch auf jeden Fall. Mach's gut. Die anderen haben noch das mobile Gerät voll mitgenommen, das haben wir noch kurz angelassen vom Monitoring. Ach so, okay. Aber falls noch Rückfragen auf der Wache sein sollten. Ne? Ja. Also, dann kommen Sie gleich mal mit, wir gehen hinten hin. Weil der zuerst eingelieferte und am schlimmsten verletzte Footballer noch beim Schädelscan ist, behandelt der Arzt jetzt dessen Mannschaftskollegen. Eine gute Gelegenheit, mehr Infos zum Unfallhergang herauszufinden. Also die Freundin gerade von meinem ersten Patienten berichtete, dass es bei dem Tackling auch zu einem Ohnmachtsanfall kam wohl des Opfers. Ja. Habt ihr was beobachten können? Geht das? Ja, ich war nicht direkt dabei, aber ich habe dann nachher auch gehört, dass er ohnmächtig war kurz. Ja. Ja. Ja gut, das sind alles harte Football-Jungs. Ja, schon mehr. Also da sieht man natürlich schön das Hämatom. Jetzt die Wunde selber ist eigentlich schon wieder relativ schnell verschlossen. Ich denke, da kommen sie sogar über eine Naht vorbei. Ja. Sie haben aber jetzt keine Doppelbilder, keine Übelkeit oder sowas nach dem Zusammenschluss. Nee. Ne? Sollte sich der Zustand natürlich verschlechtern, dann müssen wir auf jeden Fall Aufnahmen machen. Aber da muss schon ganz schön einiges passieren, dass dann ein subdurales Hämatom entsteht. Der Footballer hatte Glück. Außer der kleinen Wunde hat er keine weiteren Verletzungen davongetragen. Sein Mitspieler im Raum nebenan kommt nicht so glimpflich davon. Zudem ist noch immer unklar, warum es im Training überhaupt zu diesem unsportlichen Zwischenfall unter Mannschaftskollegen gekommen ist. Jetzt haben wir eine Bitte. Wir müssten Sie einmal von Ihrer Montur befreien. Gerne, wir hinkriegen. Ja, das ist so. Also ich sag mal so, das T-Shirt können wir anlassen. Erstmal, das geht mir erstmal nur gucken, welche Schulter ist das eigentlich, die jetzt hier... Die linke. Also ich kenne mich mit diesen... Panzer nicht aus. Nicht aus. Hier darf man keine Kompromisse machen, ob es sich hierbei um teure Kleidung, Arbeitskleidung oder Schutzkleidung handelt. Wenn es zum Nachteil der Untersuchung ist oder wie in diesem Fall die Schulter nicht mobilisiert werden kann, dann muss halt zur Schere gegriffen werden, das Kleidungsstück zerschnitten werden. Und so konnten wir den Patienten hier auch freischälen. Und dass er sich die Schulter ausgekühlt hat, trotz seiner Protektoren, das zeigt, welche Kräfte in diesem Footballsport eigentlich einwirken. Ganz im Ernst, die ist draußen. Brauchen wir nicht dran rumzudockern. Machen wir das. Kannst du das dann reponieren? Ja, wir machen den Wuchertest. Klassisch. Sie legen sich hier hin, Kopf. Und wer hält dich? Du stützt mich von hinten. Ich. So, Sie kommen am besten wieder hier vorne hin, können ihm den Kopf streicheln, das ist sehr gut. Die Schmerzen bei so einer luxierten Schulter und bei diesem hohen Grad der Immobilität sind sehr hoch. Deshalb habe ich mich relativ schnell dazu entschlossen, Sie hier zu repositionieren. So eine Reposition, das ist ein ganz schöner Kraftakt, denn wie man sehen konnte, war der Herr nicht gerade unmuskulös. So, also nicht wundern. So. Sag, wann ich drücken soll. Ja, ja. Ja, das tut schon weh. Sie müssen sich vorstellen, die ist aus dem Gelenk draußen, die ist einfach frei jetzt gerade unter der Schulter. So, jetzt nicht wundern, das ist mein Fuß, ne? Steffi, du gibst alles. Ja. Und sie atmen einfach tief ein und ich renke die mal auf 1 am Ende ein, ne? 3, 2, 1, auf 1 geht's los, ne? 3, 2, ich glaube, das war's aber. Jetzt haben wir uns alle verrenkt, nein. Schauen Sie mal. Ja, ich merke es schon, ich merke es. Ja? Hier hat man wieder schön die Parallelen des Orthopäden oder Unfallchirurgen zum Handwerker gesehen. Das war eine Geschichte, bei der man dem Patienten relativ schnell helfen konnte mit einem geübten Handgriff, wenn man die anatomischen Strukturen genau kennt. Das sieht im ersten Moment sicherlich sehr brachial und martialisch aus und vielleicht auch ein bisschen ungewohnt. Jedoch lassen die Schmerzen des Patienten relativ schnell wieder nach und der Erfolg gibt einem eigentlich recht. Ja, also auf jeden Fall, ich kann nur das Schulterdach fühlen. Ja, müssen wir auf jeden Fall Röntgenkontrolle, Gilchrist-Verband auf jeden Fall danach ziehen. Sie haben Ihre Schulter aber noch nie ausgekühlt oder sowas. Jetzt nicht eine anatomische Anomalie, das jetzt sagen, irgendwie. Habe ich schon häufiger gehabt. Nein, nein, das erste Mal. Okay. Der Footballer wird von Schwester Stefanie zum Röntgen gebracht. Frederik Seehauser liegen derweil die Bilder aus dem Schädelscan seines ersten Patienten vor. Sie sollen zeigen, ob er sich beim Zusammenprall mit seinen Kollegen eine schlimme Kopfverletzung zugezogen hat. Ist alles okay, Schatz, alles gut. Ich sag ja halb so wild. Ja, halb so wild. Herr Schmidt, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also es wurde relativ schnell befunden. Ich habe mir die Bilder auch noch mal gerade angeguckt. Sie haben ja schon selber gemerkt, ihm wurde ja schon diese Halskrause, die Stiffneck entfernt, sowie die Vakuummatratze. Ja, diese kleinen superficialen Hämatome klammern wir jetzt einfach mal aus. Denn blaue Flecke, die tun weh. Viel wichtiger ist, was ich Ihnen auch noch mal erklärt hatte. Das sehr Gute ist, das CCT, das war unauffällig. Jedoch muss man sagen, ich zeige Ihnen das am besten auch noch mal, dass Sie das auch mal verstehen. Schau mal, Steffi. Könnt ihr hier ruhig auf die Kante auch setzen. Geht darum. Hey, was ist los? Ey, der ist radikal. Oh, komm mal, eine von euch beiden Atropin aufziehen. Der ist aber schwer. Hallo.
Herr Schmidt! Kriegen wir es weiter runter, die Trage? Nee, ist schon wieder. Was war denn los jetzt gerade? Ganz ruhig liegen bleiben. Können wir einen Ammobeutel für den Atropin aufziehen? Atropin macht Andrea Ammobeutel. Das ist ja gut. Ich wacke nur kurz, schwarz. Augen zu, Augen zu, Augen auf. Eine Seite. Was ist denn jetzt passiert? Nee, Pupillen sind Isochor. Nee, Mädels, mir wird das Ganze zu heiß. Gerade als wir zusammen Ausschnitte seines CTTs besprechen wollten, sackte Herr Schmidt völlig in sich zusammen. Hier habe ich es direkt mit der Angst zu tun bekommen. Da läuft ein Automatismus. Ich habe Atropin aufziehen lassen, wollte schon ihn neu bebeuteln lassen, weil ich weiß ja nicht, wie lange der Patient weg war. Ein Patient, dessen Reizweiterleitung am Herzen nicht immer so gegeben ist, ja, der schwebt eigentlich in Lebensgefahr. Folgendes. Der junge Herr, der geht jetzt nämlich, der kommt jetzt hier nämlich auf die ITS. Ich will ihn bewacht haben. Diese bradikardierte Not hat es auch schon gesagt. So, das ist jetzt nämlich zum zweiten Mal. Lass das Monitoring laufen. Ich rufe den Internisten an, ich begleite euch. Ja. Wir nehmen den Beutel mit, falls wir beuteln müssen. Ja. Atropin nehmen wir auch mit. Okay. Sie bleiben ganz ruhig hier liegen wir und Sie warten danach auf der Intensivstation. Genau. Ja. In diesem Fall bin ich auch einfach fachärztlich falsch, der falsche Ansprechpartner. Als Orthopäde-Unfallchirurg ist es mir möglich, eine Schulter zu repositionieren. Jedoch muss hier ein Internist oder ein Kardiologe drüber schauen, denn da geht es um das Interpretieren von EKG-Kurven. Und auch die können dann nämlich genau ausschließen, handelt es sich hier um Artefakte oder eben wirklich um einen AV-Block oder ähnliche Erkrankungen. Im Falle eines AV-Blocks würde der Patient unter einer ernstzunehmenden Herzrhythmusstörung leiden. Der Arzt klärt auf. Herr Schmidt, so ganz kerngesund sind Sie halt eben leider nicht. Es geht um Folgendes. Sie haben höchstwahrscheinlich einen 2er AV-Block. Dieser AV-Block 2 bedeutet eigentlich, dass es zu einem, ja, sag ich mal, Impulsstopp oder einer Minderreizweiterleitung kommt im Herzen. Das Herz ist ja ein Pumporgan. Da gibt es verschiedene elektrische Impulse. Sollte es mal zu diesen Aussetzern kommen, dann haben wir eine Unterversorgung. Und diese Unterversorgung zeigt sich in der Bradykardie. Das heißt, dass sie immer hatten dieses kurze Wegtreten, danach waren sie relativ schnell wieder da. Ja. Mit dieser Geschichte ist es nicht zu spaßen. Ganz ehrlich, waren Sie mal in der letzten Zeit, hatten Sie mal einen Infekt oder krank über einen längeren Zeitraum? Ja, ich war vor ein paar Wochen, vor einem Monat knapp, war ich krank gewesen. Ja, aber wann war das denn? Das war zur Zeit, wo ich dich kennengelernt habe. Das war aber eine kleine Erkältung. Also ja, das war jetzt kleine Erkältung, das weiß ich nicht, weil ich glaube eher, Erkältung, falscher Ehrgeiz, wollte ein starker Footballer sein von einer neuen Freundin. Nicht auskuriert, durchtrainiert. Und dann ist nämlich so eine Myokarditis. Und die kann sich, also das ist eine Entzündung des Herzmuskels. Und wenn die sich ausprägt und festsetzt, dann kann durch einen AV-Block durchaus entstehen. Okay. Sollte sich herauskristallisieren, dass Herr Schmidt wirklich aufgrund einer Myokarditis einen AV-2-Block entwickelt hat, dann muss ich ihm sagen, dann kommt er nicht um eine Operation hinweg und dann braucht er nämlich einen Schrittmacher. Ich sage ihm jetzt nur so viel schon mal. Mit so einem AV-Block, das kann man nicht einfach so lassen. Mhm. Da ist die einzige Möglichkeit, da kriegt man einen kleinen Schrittmacher, einen Herzschrittmacher implantiert. Okay. Haben Sie schon mal gehört, Herzschrittmacher? Sicherlich. Ne? Ja, ganz viele Menschen, ja. Ne? Okay. Und nicht nur alte. Und der setzt immer nur ein, dann, wenn er benötigt wird. Okay. Die Operation an selber bei uns ist ein Routine-Eingriff. Okay. Jedoch muss ich ganz ehrlich sagen, mit Sport in der Form von Football und krassem Kontaktsport ist erstmal Schluss. Gar nicht mehr. Nein, auf gar keinen Fall. Nicht mehr so hart, weil die Erschütterung, die damit zusammenhängt, dann mache ich das nicht. Ein Herzschrittmacher ist im Allgemeinen bekannt als etwas, was man bei alten Leuten macht. Und dass ein junger Mann im ersten Moment da echt sich gar nicht mit anfreunden kann, ist schon verständlich. Aber guck mal, du kannst doch jetzt auch so unter den Umständen, die es gerade ist, kannst du ja dann auch keinen Sport machen. Aber dann sagst du da wieder zusammen. Ich brauche meinen Football. Football gehört zu mir. Du weißt genau, das ist mein Leben. Ja, aber wir finden bestimmt eine Alternative. Und wenn du dann einen Trainer machst oder so für die Nachzüge. Sehen Sie mal, das ist doch ein toller Vorschlag. Ja, da sind Sie dem Sport, bleiben Sie dann irgendwie verbunden. Das ist jetzt erstmal unbedingt notwendig. Also sollte sich der AV-Block 2 wirklich herauskristallisieren, gibt es keine andere Möglichkeit. Ich würde aber wirklich ganz gerne sofort mit dem Kardiologen noch mal sprechen, dass ich ihn gleich abfangen kann. Okay. Und dann haben wir morgen früh zur Visite sicherlich die Neuigkeiten. Dann kann der Experte Ihnen das auch genau noch mal erklären. Okay. Jedoch so, wie das jetzt aussieht und wenn sich das manifestiert, gibt es keine andere Möglichkeit. Aber dann ist ihm am besten geholfen. Am nächsten Tag wurde dem 28-Jährigen ein Herzschrittmacher eingesetzt, um künftige Herzrhythmusstörungen zu vermeiden. Er wurde schon eine Woche später aus der Klinik entlassen. Wie sich herausstellte, kam es zu dem unsportlichen Vorfall, weil sich einer seiner Kollegen an ihm rächen wollte. Dieser wurde für ein wichtiges Spiel nicht aufgestellt. Inzwischen haben sich die beiden wieder vertragen.